Chubby Pixel. Hallo und willkommen zum Let's Test von Suicide Guy. Das ganze Ding sieht nicht nur äußerst, naja, skurril und makaber aus, ist es teilweise auch. Ich habe den Key geschenkt bekommen von Chubby Pixel und von, ich muss nur kurz spickern, Fabio Ferrara. Ich weiß nicht von welchen beiden. Fabio Ferrara ist der Entwickler und Chubby Pixel ist der Publisher. Und das Ganze ist ein Puzzler. Also so ein 3D-Puzzle-Ding mit einem sehr, wie man sieht, skurrilen Hintergrund. Der Gute hier auf dem Sofa ist unser Hauptcharakter, der träumt. Und wir müssen dafür sorgen, dass er im Traum das Zeitliche segnet, damit wir im wahren Leben verhindern, dass zum Beispiel die Flasche Bier nicht von der Couch fällt, wie ihr gerade seht. Klingt komisch, ist aber so. Das Ding ist, glaube ich, noch Early Access. Jedenfalls spielt er sich teilweise so. Ich habe es schon mal angespielt, schon mal ausprobiert. Es macht Spaß. Wie gesagt, die Idee dahinter ist, naja, kann man sehen, wie man will. Das kommt immer darauf an, wie man eingestellt ist. Ich habe einen sehr schwarzen Humor, von daher sehe ich das nicht ganz so eng. Aber, wie gesagt, immer Geschmackssache. Macht auf jeden Fall Spaß, aber es hat den einen oder anderen Bug. Das muss man leider zugeben. Primär ist mir das aufgefallen, wenn man in den Optionen, ich nehme, als Let's Player ist das immer halt so eine Sache, ich nehme halt grundsätzlich im Fenster auf, immer in 1600x900, ich könnte auch größer aufnehmen in Vollbild, ist aber für die Aufnahmesoftware scheiße, weil stürzt dann ab, weil Vollbild, wenn ich mal rauskippen muss oder so, und 1600x900, weil ich es eh in 27p hochlade, reicht voll und ganz erstmal aktuell, oder generell brauche ich mir da kaputt machen, und da ist es so, ich weiß nicht, ob sie es für angepasst haben, es ist ein bisschen merkwürdig, ihr seht hier, das springt ganz komisch hin und her. Das Menü, das ist so das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass das Ganze bei dieser Auflösung nicht so reagiert, wie es reagieren sollte. Wir gehen mal auf Start und spielen mal eine Runde, bevor ich alles verquatsche im Hauptmenü. Das ist die Hub-Area. Man hat ein Tutorial-Level in Anfangszeichen. Man landet direkt auf einem Hausdach, muss einmal runterspringen und dann wacht man auf und dann ist, hups, ist irgendwas passiert und dann landet man hier in der Hub-Area. Hier kann man lecker was essen, wenn man das möchte. Einfach nur eine nette Spielerei. Hier haben wir den Mitarbeiter des Monats. Ja, sogar von Oktober. Ist eine Weile her. Burger, Soda, Potato. Und man rennt eigentlich nur durch die Gegend hier in dem Moment. Achso, kann ich hier irgendwo... Ich muss mal gucken, wo Jumping war. Hier. Hier sehen wir die einzelnen Runden. Hier ist Runde 1. Das wäre so ein Zug. Hier haben wir Runde 2. 5 ist noch nicht freigeschalten. Oh, hier ist was zu essen. Und hier haben wir zum Beispiel die 4. Hier ist die 6. Seht ihr, hier kommt da noch ein bisschen was dazu. So, wie gesagt, boah. Gehen wir mal hier ein bisschen die Tische leer räumen. Bier, Bier, Bier. Okay. Alkohol hat schon viele gute Menschen kaputt gemacht. So. Boah. Bisschen schwammig. Aber wie gesagt, ich mag sehr den Grafikstil. Wie gesagt, die Idee kann ich nochmal gern betonen. Ist ein bisschen, naja, Geschmackssache. Aber da gibt es ja genug Kontroverse heutzutage. Da gibt es Schlimmeres, über was man sich aufregen könnte, wenn man das würde wollen. Wir machen einfach mal ein Level. Wir fangen mal mit der 1 an. Wenn es dann mal lädt. Genau. Wir sind in einem Zug. Können Sachen an- und ausmachen. Wie das Radio. Also interagieren. Können uns umgucken. In jedem Level ist auch ein, also bis jetzt ist mir das aufgefallen, einzelne Figürchen versteckt, wenn ich es hier nicht sogar schon habe, das weiß ich nicht. Ja, Controllersteuerung, wie man sieht, oder Maus und Tastatur. Aktivieren. So, dann geht hier irgendwo was auf, genau, die Leiter. Jetzt geht's rauf. Und jetzt haben wir... Ja, sind wir auf dem Zug. Jetzt könnten wir hinten oder vorne. Wir gehen mal nach hinten. Ich gehe sonst immer nach vorne. Also bin ich bis jetzt mal. Guck, ob hier noch eine Statue irgendwo ist, aber ich glaube nicht. Nö. So. Aua. Das sah schmerzhaft aus. So.
Was machen wir denn jetzt? Irgendwo im Nirgendwo. Vielleicht verdursten wir ja. Schmerz. So, sind wir in der Hub-Area? Ihr seht hier oben auch ganz toll so. Nein, das Bier. Wir müssen aufwachen. So, das war quasi der erste Level. Die sind relativ klein am Anfang und ich bin schon bis, wie gesagt, Level 5 oder so. Ne, 4 hier, bis zu dem Ding hin. Das ist das Aktuelle. Und die werden dann ein bisschen größer und auch teilweise komplexer, die Puzzle. So, können hier nochmal rein, die 2. Musik. So, Sägemühle. Jetzt haben wir hier so interagieren, on Keyboard, on Xbox Pad. Das ist aber ein bisschen überarbeitet worden, habe ich das Gefühl. Die Controls sich, also es hat auch ein Patch bekommen, glaube ich. Ich kann es auch greifen und naja. Es hat beim letzten Mal auch übelst geruckelt hier. Das tut es nicht mehr. Stabil. So, wir haben Schraubenzieher, denn wie gesagt, man kann Sachen aufsammeln. Jetzt kann ich hier so klick, klick, klick. Hopp. Kann das Ding wieder wegpacken. Ich kann mich auch ducken, kann hier durchkrabbeln. So, jetzt kann ich das Ding da aufnehmen. Für was brauche ich denn jetzt einen Stein? Hier ist so ein Schalter. Oh. Könnt ihr euch vorstellen, für was das da ist, ne? Ich weiß zwar nicht, was das in einer Sägemühle zu suchen hat. Oh, wie war dann schmeißen? Wartet mal. Nee, so nicht. Es ging irgendwie. Achso, gedrückt halten. Okay. E gedrückt halten. Gut. Mein Fehler. Und man sieht, ich bin schlecht im Sport, im digitalen wie im richtigen. Au! Wie im Trickfilm. Wile E. Coyote. Pff, platt. Also, wie gesagt, das wird ein bisschen mehr, so mit Kisten ziehen und ich habe die Kasse kaputt gemacht. Ja. Dann haben wir hier so. Ich gehe nochmal in das UFO-Level, das ist auch ganz schön gewesen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt nach so einer Sammelstatue, aber ich glaube, wenn man die hat, sind die weg. Hallo? Achso, ich muss klicken dafür. Ist auch komisch, das muss man anklicken, das andere muss mit E interagieren. Egal. So. Der Level, den erkläre ich mal kurz. Ich renne ein bisschen rum, weil das reicht eigentlich für einen Einblick, für einen Let's Test. Ich mache das mal ein bisschen kürzer, man muss es hier nicht übertreiben, weil. Wenn man selber spielt, wozu ich ja raten möchte, wenn man auf solche Art Dinge steht, dann brauche ich ja nicht hier zu spoilern, sage ich mal. Wenn ich das würde wollen, dann würde ich ein Let's Play draus machen und kein Let's Test. Wir sind an Bord von einem UFO. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wir brauchen diesen Schalter. Wie man sieht, der braucht Strom. Hier ist ein Stromkabel, dem können wir folgen. Das geht hier ein paar Meter weg. Kriechen hier aber runter durch. Lululululul. So. Wie gesagt, keine Ahnung, wie der Typ in UFO kommt. Jeder Außerirdische, der den entführt, muss einen zu laufen haben, aber gut. Ist halt so. So. Hier haben wir das erste Rätsel, wo es schon ein bisschen komplexer wird. Wie gesagt, ich erkläre es kurz. Im Endeffekt ist es so, wir müssen das UFO in Richtung Sonne steuern, dass es Puff macht, dass wir in der Sonne verglühen oder was auch immer. So ein UFO in der Sonne tut, wenn es da mal Lust und Laune drauf hat. Und hier brauchen wir eine, zwei und irgendwo war noch eine dritte Kiste. Hier unten irgendwo, genau. Wir brauchen Strom. Der Schalter ist da unten. Problem ist, wenn wir jetzt runtergehen, mach das einfach mal, und das Knöpfchen drücken, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Dazu sind die Kisten da. Die Physik ist hier ein bisschen merkwürdig. Ich zeig das mal. Ja. Greifen mal die Kiste, die lassen wir mal hier so stehen. Ich schieb die immer noch 3 Meter. Ich mach's Rätsel jetzt nicht komplett. Wie gesagt, ich zeig's nur mal. Ich könnte es theoretisch noch, aber mal gucken, wie schnell ich bin.
Taucht die Kiste ab. Ich muss mal gucken. Aber das ist immer noch so, glaube ich. Das werde ich gleich sehen, wenn wir hier zwei Kisten haben. Doch, das war beim letzten Mal echt merkwürdig. Man kann die Kisten jetzt hier so übereinander. So. Jetzt sind die übereinander. Jetzt kann man die untere ziehen. Genau. Man hat immer Angst, dass die runterfallen. Das tun sie aber nicht. Oh, doch, tun sie. Hä? Das beim letzten Mal nicht. Die Idee ist halt die, dass man die zwei Kisten hier rüber zerrt, die dritte Kiste da runterholt, drei aufeinander und hier hinstellt, dass man wieder hochkommt. Na? Also jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Und wie gesagt, hier an hält man Strom und jetzt rotiert das UFO halt. Ja. Ich mach mal den hier. Und ihr seht, das hier ist auch so ein bisschen, naja. Option, Restart Level, Menü, Menü. Wenn ich dazu komme. Ah. Ist echt, wie gesagt, es ist echt merkwürdig mit dem Menü. So. Plop. Ich kann ja mal gucken. Level Select. Option, Level Select. Burger Town. Das ist das Dach. Ich zeige euch mal noch das Hauptmenü. Das Hauptmenü. Das Tutorial. Am I dreaming? Also das den Prolog. Ich komme hier nicht raus. Ah, das bin ich. Ich fühle mich toll und so. Man ist hier so schön am Rumwohnen. Mit der Couch so mitten irgendwo im Nirgendwo. Weiß gar nicht, ob hier irgendwo eine Statue von ihm ist. Jetzt nicht gesehen. So. Sagt, ich mag das Design, den Grafikstil und wie gesagt, das Ganze hat, sag mal, so einen, naja, netten Touch. Ich habe, wie gesagt, ich habe einen schwarzen Humor, der ist richtig, richtig fies manchmal. Ich passe da sehr auf, dass ich niemanden verletze, weil ich behandle die Leute so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Und dementsprechend, naja, man kann Witze machen, man sollte es halt nur nicht ernst meinen. Ach, das ist tatsächlich einer, habe ich gar nicht gesehen, guck mal an. Tada! Ui. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Kleines Fazit zum Ende der ganzen Geschichte hier. Das Suicide Guy ist makaber. Wie gesagt, die Steuerung kann ich drüber hinwegsehen, dass sie manchmal ein bisschen schwammig ist. Das Spiel ist nicht perfekt. Da gibt es wenige von, die tatsächlich Perfektion streben. Ich will deswegen hier wahrscheinlich auch gar nicht sein. Wer so ein bisschen puzzeln mag und mit dem Setting was anfangen kann und auch so ein, ist aber ein bisschen verdorbenen Humor in Anführungszeichen hat wahrscheinlich. Für den ist das auf jeden Fall was. Wer mit der Art des Humors hier nichts anfangen kann, sollte definitiv die Finger davon lassen. Das Ding ist, glaube ich, auch nicht teuer. Es kostet vielleicht so, lass mich lügen, 5 Euro. Ich gucke gerade mal auf meinem Spickzettel auf Steam. Wenn ich dazu komme und meine Aufnahmesoftware nicht im Weg ist. Es kostet, keine Ahnung. 4,99. Ne? Und ich glaube, es ist nicht mal im Sale. Also es ist nicht teuer. Er sagt, das ist nett gemacht. Ja, es ist nicht mal im Sale. Also es kostet ungefähr 5 Euro. Und ja, kann man sich für zwischendurch mal schon antun. Au. Wollte man im wahren Leben nicht machen. Ja. So fängt das Spiel eigentlich an. Bier. Zack. Dann gleich mal auf diesen schlechten Traum einen hinterkippen. Die Bilder an der Wand, ne? Mahlzeit. Sieht ein bisschen aus wie Super Mario. In runtergekommen. So. Und das ist der Auslöser von dem Rest. Nein, das Bier. Uah. Wer weiß, ob da was drin ist, aber. So, und jetzt sind wir in der Hub-Area und ihr seht ja, wie gesagt. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man das möchte. Und ja, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so ist, teilt das Video. Lasst ein Däumchen da, freut mich und hilft mir. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, ich kann nicht mehr reden, mir folgen. Alles Wichtige zu mir und zum Spiel in der Videoinfo verlinkt. Einfach mehr Anzeigen klicken. Kennt das Spiel, wer auf YouTube unterwegs ist. Dann habt ihr alles, was ihr braucht, auf einen Blick. Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, weil ohne das Ding kriegt man leider Gottes
zu aktuellen YouTube-Tagen keine Benachrichtigungen mehr, wenn neue Videos erscheinen. Leider, leider. Ja. Nochmal vielen lieben Dank an, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Fabio Ferrara und Chubby Pixel für den CD-Key an der Stelle. Und zum Ende nochmal kurz die Info, muss man auch immer wieder erwähnen. Ich habe das Spiel zwar bekommen, kostenlos, aber ich kriege kein Kohle für die ganze Geschichte, dass ich hier das Video mache. Also einfach so, weil ich Lust und Laune dazu habe und weil ich auf so einen Scheiß stehe. Sonst würde ich das hier nicht machen. Ja. Ja, Nerd halt, ne? Gut, lassen wir das. Ich verquatsche mich schon wieder. Wie gesagt, wir sehen und oder hören uns dann bei einem weiteren Let's Test. Gerne bei einem regulären Projekt. Ansonsten euch noch eine schöne Zeit, wie immer. Reingehauen.